Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen im Kino des Deutschen, Kino des DFF, Deutschen Filmmuseums und Filminstituts. Mein Name ist Gary Vanissian vom Filmkollektiv Frankfurt und zusammen mit dem Kino im DFF haben wir diese Reihe organisiert, Das lebendige Wort, die Filme von Eugene Green. Ich möchte ganz herzlich an der Stelle nochmals Natascha Gigas und Andreas Beilharz dafür danken, dass wir diese Reihe hier machen können, auch unseren Förderern der Hessen Film und Medien GmbH und dem Kulturamt der Stadt Frankfurt, dass wir diese Reihe durchführen können, dem Institut Français Deutschland, auch für die Unterstützung und auch dem Frankfurter Institut Français. Ja, ich darf Sie begrüßen zu einem Teil dieses Programms, das sich über den ganzen Monat erstreckt, der mir persönlich auch besonders am Herzen liegt und ich hoffe, dass wir diese besondere Gelegenheit zusammen jetzt genießen können, nämlich die Tatsache, dass Eugene Green, den man vor allem als Filmemacher kennt, auch ein unfassbar reiches und vielfältiges Werk als Schriftsteller in den letzten Jahrzehnten erarbeitet hat und in Frankreich sehr viele Publikationen in den letzten Jahren von ihm erschienen, also Publikationen in Prosa und Essays und Belletristik und demnächst auch ein Gedichtband erstmals erscheinen wird. In Deutschland ist, abgesehen davon, dass die Filme von Eugene Green auch in Deutschland, also die Filme von Eugene Green auch in Deutschland so selten laufen, ist er als Autor hierzulande leider auch noch sozusagen hart noch der größeren Veröffentlichung. Es gibt einen Roman von ihm, dem bislang einzige Übersetzung ins Deutsche, Der Wiederaufbau, La Reconstruction, 2012 im Sujet Verlag Bremen erschienen. Das ist eben das bislang einzige, was erschienen ist. Und als in der Vorbereitung dieser Reihe für Frankfurt, die Reihe fand schon einmal 2018 in Berlin statt, damals initiiert von Birgit Kohler, die heute Abend das Gespräch moderieren wird. Also im Zuge der Vorbereitung auf diese Veranstaltung wurde mir bewusst, dass es eigentlich essentiell ist, dass wir Eugene Green auch als Dichter und als Autor zu Wort kommen lassen. Und so ist das, was wir jetzt hören werden, auch etwas, was mir als Format am Herzen liegt, dass wir nicht nur Filme zeigen, sondern auch zeigen, dass Kino ein Teil überhaupt der Künste ist und dass Lyrik und Kino und Musik und Kino einfach sich notwendigerweise ergänzen und dass man es nicht trennen kann. Und das Ziel des Filmkollektivs ist auch, gerade auch im nächsten Jahr, auch Lyrik und Kino noch mehr zu verbinden. Aber insofern, ich freue mich sehr, dass wir heute diese Gelegenheit haben. Einerseits möchte ich Sie zunächst bitten, Eugene Green zu begrüßen. Herzlich willkommen nochmals in Frankfurt. Und für die, also Eugene Green wird die Gedichte, seine Gedichte, ich werde dazu gleich noch was sagen, zum Ablauf wird Gedichte lesen. Und für die deutschen Übertragungen sind wir sehr beglückt, dass wir Sarah Grunert hier gewinnen konnten. Boom, boom. Was das war. Ja, Eugene Green, den einige von Ihnen gestern Abend auch schon gesehen haben, in der Vorführung von Atarabia Mikelac. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute diese Lesung machen können. Und Sarah Grunert, freue mich auch sehr, dass du diese deutschen Übersetzungen lesen wirst. Sarah Grunert hat an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München studiert, war danach Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum und ist seit 2017 Ensemblemitglied am Schauspiel Frankfurt. Und auf eine gewisse Art schließt sich auch ein kleiner Kreis, weil 2017 mit Andreas Beilharz vom Kino im DFF wir dich einmal bei einem Stück Grounded im Schauspiel gesehen haben und sagen, seitdem ich ja, irgendwann Lust hatte, sagen, dass man sich kennenlernt und auch mal was zusammen macht. Also insofern freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Ein kurzes letztes Wort noch zum Ablauf, bevor ich dann das Wort Eugene Green und Sarah Grunert überlasse. Die Lesung wird so sein, dass Eugene Green hat 8 Gedichte ausgewählt für diese Lesung und Eugene Green wird immer jeweils, nein, Sarah Grunert wird immer jeweils zunächst die deutsche Übersetzung
lesen und danach Eugene Green jeweils das französische Original. Und vor einigen Gedichten wird Eugene Green noch einige Anmerkungen vorab zu den Gedichten sagen. Und dann nach diesen 8 Gedichten wird Sarah Grunert eine Passage aus der deutschen Übersetzung des Romans Der Wiederaufbau lesen. Und danach schließt sich an, das hatten Sie im Programmheft gesehen, danach schließt sich die Vorführung von Le Mur des Morts an, The Wall of the Dead, dem aktuellsten Film von Eugene Green, der mir auch in seiner poetischen Dichte, poetischen Konzentration auch als besonders passend schien, um ihn anzuschließen. Zudem ist er mit einer Länge von 50 Minuten auch sozusagen eine schöne Abrundung dieses Abends eben mit dem Ziel, Lyrik und Kino zu verbinden. Tja, damit überlasse ich euch das Wort. Sarah, Eugène, merci beaucoup. Et merci. An einen Heranwachsenden. Du, der da wartest, wo die Brücke beginnt, gekleidet wie ein Djinn im Anorak und zur Hälfte noch ein Kind, deine Kindheit bewahrend in den Tiefen deines Rucksacks. Du schaust, von Furcht und Zuversicht befreit, den Weg an, den dein Körper schon erahnt, und bist umgeben von Abwesenheit, die du mit einem Sprung befrieden kannst. Der ich dich sehe vom andern Uferrand, doch der ich in der Mitte bleibe dort, wo Seele mich und Schicksal festgebannt. Ich strecke meine Hand nach dir, mein Wort, damit ich sicher gehe, dass du gelangst in die Leere, wo man Gottes Namen hört. Ah, un adolescent. Toi qui attends là où le pont commence, vêtu d'un jean, d'un anorak bordeaux et encore à moitié de ton enfance que tu gardes au fond du sac à dos. Tu regardes sans peur ni assurance cette voie dont ton corps prévoit l'assaut et aussi tout autour du pont l'absence que tu pourrais combler d'un simple saut. Moi qui te vois depuis cette autre rive, et qui pourtant reste encore au milieu, là où mon âme et mon destin me rivent, je tends ma main et ma voix vers ton lieu pour assurer que vivant tu arrives dans le vide où s'entend le nom de Dieu. Durch lebend gewesen existiere ich nur. Mein Geist fand sie in eines Traumes Fluss oder in der dunklen Erinnerung an ein Früher, das meine Gegenwart beerben muss. Durch sie nur wird mein Inneres ausgedrückt. In ihnen leb ich Freude und Freudes Schmerz. Durch sie bin ich mal traurig, mal beglückt. Durch sie glaub ich zu lieben, denk ich erst. Die Welt ist aber ebenfalls ein Bild. Ein flüchtiger Traum, der keine Ruhe gewährt, in dem nur der Künstler und der Weise sieht. Wir alle sind Gefangene, eingesperrt in eines Magiers illusioniertem Schloss, in einer Zeit, die Gott vergessen hat. J'existe seul par les êtres vivants que mon esprit t'a trouvé dans un rêve ou dans l'obscur souvenir d'un avant dont mon présent doit prendre la relève. Mes sentiments s'expriment seuls par eux. En eux, je vis ma joie et ma souffrance. Par eux, je suis affligé ou heureux. Par eux, je crois aimer.
par eux je pense. Pourtant, le monde aussi est une image, un songe errant qui ne sait se poser et où voit clair seul l'artiste et le sage. Nous sommes tous enfermés, prisonniers dans le château illusoire d'un mage ou dans un temps que Dieu a oublié. Der Heilige ist kein tugendhafter Geist, da seine Güte Nennung nicht erlaubt. Er, der sich nicht um Gottes Liebe reißt, löst sich in Liebe zu den Menschen auf. Der Mystiker ist ganz ein Liebender, doch sein Verlangen erstickt seinen Schein. Und gibt es schließlich nicht Verbindung mehr zu den anderen, wird Gott zu seinem Sein. Von beiden keiner, doch beide zugleich, will er, der Künstler, im Geschenk aufgehen, das er der Welt erbringt und welches seinen Glauben unterstreicht. Er glaubt, Erlösung könnte er so sehen, bis er vorm Stolz ob seines Ichs erbleicht und nirgends sieht er seinen Namen stehen. Le saint n'est pas un esprit vertueux, car sa bonté ne veut pas qu'on la nomme, et sans chercher à être aimé de Dieu, il se dissout dans son amour des hommes. Le mystique est l'amoureux absolu, mais son désir étouffe son paraître jusqu'à ce que le dernier lien rompu avec autrui Dieu devienne son être. Ni l'un ni l'autre et les deux à la fois, l'artiste cherche à fondre dans le don qui fait au monde et qui scelle sa foi. Il croit ainsi gagner sa rédemption, puis il s'effraie de l'orgueil de son moi, et nulle part il ne trouve son nom. Rückkehr nach Barcelona. Ich such hier eine Zeit, die andernorts, doch verewigt in Straßen ist und Stein, die mir gehört, als Körper und als Herz nur ihr Begehrwahn und ihr Gegenteil. Der Ort trug des Schreckens Gesicht, doch seine Seele wirkte froh und klar. Aus seinen Tränen schuf er ein Gedicht, entzog sich, wo es nicht zu schaffen war. Eine Geschichte hab ich da gekriegt. Vergangenes hat darin dem Heute Sinn gebracht. Die Niederlage wandte sich zum Sieg. Diese Erzählung und ihr Schicksal Traum erdacht, sie sind's, die mir Phantom gleich kehren zurück. Verlöschte Welt zur Wirklichkeit gemacht. Retour à Barcelone. Je cherche ici un temps qui est ailleurs, mais serti dans ses rues et dans ses pierres. Un temps à moi où le corps et le cœur n'étaient que leur désir et son contraire. Ce lieu portait le masque de la peur, pourtant son âme œuvrait joyeuse et claire, faisant des vers avec ses pleurs, et défaisant où il ne pouvait faire. Dans ce temps-là, je reçus une histoire où le présent prenait sens au passé, en transformant la défaite en victoire. C'est ce récit et ces destins rêvés qui me revient, fantôme de mémoire, rendant réel tout un monde effacé.
juste ce, ce poème, le prochain s'appelle Une grappa au café Fiorio. Le café Fiorio est un café historique de Turin. Eine Anmerkung zu dem Gedicht Una grappa au café Fiorio. Das Café Fiorio ist ein altes Café in Turin. Ein Grappa im Café Fiorio. Oh, welcher Schmerz und welche Freud dies bauchgen Glases Giallo Inhalt führt. Welch Erinnerung ans Heut in diesen Wänden tapeziert und roten samtnen Sesseln Bänken glimmt, die heut zum Glück noch unberührt von der Barbaren Hintern sind. In diesem Café, unverändert seit jeher, dem Orte dieses Augenblicks, und wo Cavour Italiens Zukunft Unglück verlieh, eint mein Erinnern sich mit dem der Welt. In der Intimität eines tiefen Gedankens schenkt Geschichte Zuflucht meiner Melancholie. Im Wunsch formt sie mir Nostalgie. Es gibt eine Zukunft, doch welcher Art? Mir ist noch ein Moment vergönnt, gleich ist's, ob vielleicht ein Monat, ein Jahr, ein Tag. Die Zeit bemessen soll man nicht, dass jeder Augenblick erfüllt sein mag von der Liebe, ihrem ungeheuren, dunklen Licht. Une grappa au café Fiorio. Quelle douleur et quelle joie dans l'alcool policier de ce verre ventru. Quels souvenirs au présent se déploient entre les murs tapissés de tissus et le velours bordeaux des fauteuils et banquettes qui, fort heureusement, ce soir n'ont vu aucun barbare, aucune barbarette. Dans ce café paré depuis toujours, le lieu de cet instant et le lieu où Cavour prépara le malheur de l'Italie. Mes souvenirs rejoignent ceux du monde, et dans l'intimité d'une pensée profonde, l'histoire offre un refuge à ma mélancolie, transformant en désir ma nostalgie. Il y a un avenir, qui sait de quelle sorte. J'ai un moment encore et peu importe que ce soit seulement un mois, un an, un jour. Il faut cesser de mesurer le temps et chercher seulement à remplir chaque instant de l'immense lumière obscure de l'amour. Le prochain s'appelle Via Po, et Via Po, c'est la rue principale également de Turin. Das nächste Gedicht heißt Via Po, und die Via Po ist die Hauptstraße auch in Turin. Via Po. All diese jungen Leute, die unter den Arkaden gehen, in dieser Straße mit königlichem Zug, die erschaffen millimeterklug durchs Schachbrettmuster der Vernunft. All diese jungen Leute, die in Gruppen, zu Paaren oder alleine gehen, sind letzter Hoffnungsquell eines Kontinents, der nur noch sterben möchte, schnell. Und dem Planeten nahelegt, ihm nachzufolgen, den man jedoch hier schreiten sieht, mit unschuldigem Willen zu leben. Von diesen jungen Leuten, sausend wie ein Stern, erschaffen manche später Chöre, intonieren so den Willen ganzer Gruppen. Manch andere werden Weltlichkeit erfahren. In ihr wird sich ihr Dasein und sein Ende offenbaren. Und andere schließlich, Mönche oder Ritter, fromme Klosterschwestern oder Künstler verzehren sich,
sind in ihrem eigenen Feuer rein, hinterlassen Hostien, in denen Gott sich zeigen kann. Auf dieser schiefen Trasse, alle Sicht vernebelnd, den Attizismus fast zu Kreuze tragend, kann diese jungen Leute nichts aufhalten auf ihrem Weg. Nicht die Bankiers, die die City regieren, nicht der barbaren Business, die sich Gott als Makler führen, nicht das Profil des großen Sabbatherrn, nicht die Koranisten mit ihrem Bombenlärm, nicht die Majoretten im Disneyländchen, nicht die Mumien mit ihren Bändchen. Sie schreiten ohne jede Furcht, nur vorwärts, vorwärts. Und an das Straßenende angelangt, erscheint die große Mündung ihnen, darin sich grad vereint, die Ewigkeit der Klarheit in der Höhe irgendwo und der unbezwingliche Drang zum Meer, welches das ewige Leben ist des Flusses Po. Via Po. Tous ces jeunes qui vont sous les arcades de cette rue aux airs royaux et qui fut taillée au cordeau à travers le damier de la raison. Tous ces jeunes qui vont en bande, en couple ou seuls, sont le dernier espoir d'un continent qui ne veut que mourir, un continent, et qui convie la planète à le suivre. Mais que pourtant on voit marcher ici avec la volonté innocente de vivre. De ces jeunes qui vont filant comme une étoile, certains créeront des chœurs pour entonner la volonté d'un groupe ou d'un quartier. D'autres vont sur le pont de l'amour faire naître dans le siècle la suite et la fin de leur être. D'autres enfants, moines ou chevaliers, religieuses cloîtrées ou bien artistes, se consumant purs dans leur propre feu, vont laisser des hosties où peut se donner Dieu. Sur ce tracé oblique et qui brouille les pistes, faisant la nique aux atticistes, rien ne peut arrêter ces jeunes qui cheminent, ni les banquiers régnant sur la cité, ni le business barbare avec Dieu en courtier, ni des fesses le bouc, grand maître du sabbat, ni les coraniqueurs avec leurs attentats, ni Disneyland avec ses majorettes, ni les momies avec leurs bandelettes. Ils marchent sans rien craindre, en avant, et au bout de la rue, ils doivent arriver à la grande ouverture où viennent se mêler l'éternité de la clarté d'en haut et l'irrépressible avancée vers la mer qui est la vie éternelle du pot. Le suivant s'appelle « La joie » de Bernat Etchepare. Bernat Etchepare a publié en 1545 un livre de poèmes qui est le premier livre publié en basque, en langue basque. Das nächste Gedicht heißt Die Freude des Bernat Etchepare. Und Bernat Etchepare war ein baskischer Dichter, der im Jahre 1545 ein Buch mit Gedichten veröffentlicht hat, das als erste Veröffentlichung in baskischer Sprache gilt. Die Freude des Bernat Etchepare. Iushkara, du gibst dich hin, wenn ich ruf, fett und dünn in einem Buch. Euskara, du, Stern über den Bergen thronend, Schatz du, den das Meer gab frei, meinen Wanderstab allein belohnend.
Euskara, Liebesarme um die Welt geschlungen, blauer Himmel, Trank des Lichtes sei, Feuerhimmel, Donnergroll durchdrungen. Euskara, lebender Stimme, erstes Schallen, letzter Schrei der Stimme, die vergeht, Leben der Toten durch Worte, die nicht verhallen. Euskara, erster Ton, der alle andern spendet, stummer Laut, aus dem Gesang entsteht, abwesend Ton, in dem die Stille endet. Euskara, unser Ahn, auf ewig, frisch und kräftig, stolz und allein. Euskara. La joie de Bernat Etchepare. Euskara, tu te livres, maigre et gras, grâce à moi, dans un livre. Euskara, toi, étoile au-dessus des montagnes, toi, trésor que la mer libéra et que seul mon bâton accompagne. Euskara, bras d'amour jetés autour du monde, ciel d'azur que la lumière boit, ciel de feu où le tonnerre gronde. Euskara, cri premier de la voix qui existe, cri dernier de la voix qui s'en va. Vie des morts par les mots qui persistent. Euskara, son unique où tous les autres naissent, bruit muet dont le chant sortira, son absent où le silence cesse. Euskara, notre aïeul, à jamais, fort et frais, fier et seul. Euskara. Le suivant s'appelle Franz Xaver Kapus. Je connaissais depuis très longtemps le livre « Briefe an einen jungen Dichter », qui sont les lettres de Rainer Maria Rilke écrites à Franz Xaver Kapus et que Kapus a publié dans les années 1920. J'oublie quelle date exactement. Mais il y a pas très longtemps, on a publié en Allemagne, en allemand, et puis ça a été traduit en français, une nouvelle version de ce livre qui inclut les lettres de Kapus. Et ça donne une toute autre dimension, disons, au livre, et ça m'a fait réfléchir à propos de ce personnage. Das nächste Gedicht heißt Franz Xaver Kapus. Ich habe vor langer, langer Zeit schon von Rainer Maria Rilke die Briefe an einen jungen Dichter gelesen, die Rainer Maria Rilke an Franz Xaver Kapus geschrieben hat und die Kapus dann Ende der 1920er Jahre veröffentlicht hat. Und vor nicht langer Zeit wurde im Deutschen, aber dann auch in französischer Übersetzung wurden diese Briefe an einen jungen Dichter neu aufgelegt, und zwar auch mit den Briefen, die Kapus an Rilke geschrieben hat, was bislang man nicht kannte. Und diese Lektüre hat mir dann sozusagen, hat mir dieses Verhältnis zwischen den beiden in eine andere Dimension gerückt, und das hat mich interessiert, darüber nachzudenken. Franz Xaver Kapus. Des Schößlings Schrei, der aus der Rinde tritt, ist es des Holzes Freude oder Schmerz? Ein anderes werdend, um es selbst zu sein. Die Stimme eines ferngeborenen Geheimnis, vielleicht Beginn, ankündigend ein Ende? Sichtbarer Name des Engels Blau? Es ist ein junger Mann. Er fühlt allein, dass Schmerz ihm Freude ist und Freude Schmerz, dass er den Schrei zum Dichter machen will. Er sucht nach einem Meister, zielt ganz hoch. Ein Anerkannter ist's, der sich zu kennen sucht und der dem jungen Mann zu antworten beschließt, der doch nichts anderes hat als seinen Schrei.
Der Meister, hörte er in diesem Ton von einem Schwarz, das keine Farbe kennt, des Blaus Geräusch, das selbst bewohnt ihn hat? Wenn diese Frage eine Antwort hat, so konnte nur er sie geben, keiner sonst. Wie ein Experte der Mäeutik zieht er aus den Tiefen seines Schülers dies. Poetisches Geheimnis suchen muss man in der unerforschten Höhle seines Seins. Dass dies der unerreichbarste der Orte ist, in den man Einsamkeit bewaffnet, steigt hinab. Dass, wenn der Schrei, den man in sich vernimmt, wahrhaftig die Farbe der Seele hat und wenn sie kämpfen zu verwandeln weiß, den formlosen Ton in des Wortes Wahrheit, dann wird die Freude, die einst Schmerz ihm war, dann wird der Schmerz geboren aus der Freude erschaffen haben, eine engelsfarbene Brücke zwischen dem Mann im Spiegel und seinem Geheimnis. So die Lektion gelernt, sieht er die Tür sich öffnen. Der junge Mann steht seinem Schicksal gegenüber. In ihm der Schrei, die Festung außenrum, die ein sterbendes Reich am Leben hält. Die Waffe der Grenze, vergebliches Warten, hier ist der Offizier kein Dichter mehr. Die anderen sind nur Passanten ihm, und eine Grenze ist ein Niemandsort, und in der Menge kann man alleine sein. Wäre es nicht möglich, dass er hier gelingt, der Abstieg in sich selbst, wo der Poet dem eigenen Geheimnis gegenübersteht? Doch jener, dessen Schrei vielleicht besaß die Farbe, die der Engel Name ist, will in den anderen Kameraden sehen. Er wird zu ihrem Chef und ihrem Clown. Das leidende Reich, es vergeht zuletzt. Und seine Heimat ändert ihren Namen. Er schlägt Wurzeln in einem anderswo, in einer Sprache Babylon zutiefst gekränkt, in dem die Wut und nicht die Poesie dem dunklen Hohlraum eines Volks entsteigt. Fern ist der Meister. Schweigen wurde er. Der leichte Lärm und Frauen und auch Geld umgeben ihn. Die Stille konvertiert bald in Vergessenheit den alten Schrei, von dessen Farbe ihm kein Wissen war. Die Wut steigt an, das Raubtier bricht dort los. Sie lassen überall Gemetzelspur, verschlingen schließlich alles, auch ihn selbst. Und Tod und Reue, Asche bleiben nur in der beleidigten Sprache Babylons. In diesem Schiffbruch, wo der Wind nur spricht von jenem, dessen Ruhm die Feder war, bleibt kaum Erinnerung von seinem Namen. War wohl ein anderes Leben möglich? Kann man aus freien Stücken sein Schicksal ablehnen? Wie gibt man eines Menschen Dasein Sinn? Der einen Schrei in sich vernommen hat, der ihm gesagt, dass der ein Dichter sei, und den ein Meister sich als einzigen Schüler nahm, der aber nichts als Glänze in der Welt, bevor er sie phantomgleich heimgesucht? Wer war er? Wusste er es, dieser Mann, der sich in Babylons Ruinen wiederfand, beraubt des Namens außer in dem Buch, das er veröffentlicht, das nichts von ihm enthält, durch das er überall und ewig nur als junger Dichter wird erinnert sein? Der junge Dichter für die Ewigkeit, er, dieser Mann, der hohen Alters starb, von dem kein einziges Gedicht man kennt. Die Gnade ist Geheimnis, niemand untertan. Sie kommt bei Nacht und in der Stille, ohne dass man ihre Farben oder Namen weiß. Vergeblich jeder Wille, wenn sie fehlt, doch der Gedanke kann sie aus der Seele jagen. So dörrt der Schößling, bricht entzwei, trotz jenes Schrei, der einst in ihm erklang und der vielleicht die Stimme eines Engels war.
Franz Xaver Capus. Le cri du Sion en sortant de l'écorce, est-ce la joie et la douleur du bois qui devient autre afin d'être lui-même, ou bien la voix d'un secret né au loin, commencement annonçant une fin, visible nom du bleu des anges. C'est un jeune homme et il sent seulement que sa douleur est joie, sa joie douleur, et que du cri il veut faire un poète. Il cherche un maître et il vise au plus haut, l'un reconnu qui cherche à se connaître et qui choisit de répondre au jeune homme qui n'a pourtant rien d'autre que son cri. Le maître a-t-il entendu dans ce son d'un noir qui nie chacune des couleurs le bruit du bleu qu'il habitait lui-même? Si la question possède une réponse, lui seul pouvait la donner, ou personne. Comme un docteur expert en maïeutique, des profondeurs de son disciple il tire qu'on doit chercher le secret poétique dans la caverne inexplorée de l'être, que c'est le lieu le plus inaccessible où l'on descend armé de solitude, que si le cri que l'on entend en soi est pour de vrai de la couleur de l'âme, et si elle, en luttant, sait transformer ce son informe en vérité du Verbe, alors la joie qui était sa douleur, et la douleur qui est née de sa joie, auront créé un pont couleur des anges entre l'homme en miroir et son mystère. Apprise la leçon, y voit s'ouvrir la porte, et le jeune homme est face à son destin. Dedans le cri, dehors la forteresse qui tient debout un empire mourant, arme de la frontière, attente vaine, où lui est officier, non pas poète, et les autres ne sont que des passants. Une frontière est le lieu de personne, et dans la foule, on peut se trouver seul. Ne peut-on pas alors y accomplir la descente en soi-même où le poète se trouve face à son propre mystère? Mais celui dont le cri était peut-être de la couleur qui est le nom des anges, veut dans ses autres voir des camarades, et il se fait leur chef et leur bouffon. Cet empire souffrant rend enfin l'âme, et sa patrie à lui change de nom. Il prend racine alors dans un ailleurs, la Babylone offensée de sa langue, où la fureur et non la poésie monte depuis le creux obscur d'un peuple. Le maître est loin, est devenu silence. Le bruit facile et l'argent et les femmes sont tout autour, et bientôt le silence convertit en oubli le cri ancien, dont il n'a su quelle était la couleur. La fureur croît, et le fauve bondit, laissant partout les débris du carnage, dévorant à la fin jusqu'à lui-même, laissant la mort, les remords et des cendres dans la langue offensée de Babylone. Dans ce naufrage où seul parle le vent, de celui dont la plume fut la gloire, il reste à peine un souvenir du nom. Y avait-il une autre vie possible? Peut-on de gré refuser son destin?
Comment donner un sens à l'existence de celui qui sentit en lui le cri qui lui disait qu'il était un poète, qu'un maître prit comme unique disciple, mais qui ne fit que briller dans le monde avant de le hanter comme un fantôme. Qui était-il? Le savait-il, cet homme qui se trouva dans Babylone en ruine, privé de nom, à part celui d'un livre, sans rien de lui, qu'il avait publié, et grâce auquel, partout et pour toujours, il ne serait que le jeune poète. Jeune poète, et pour l'éternité, cet homme qui mourut dans sa vieillesse, et dont on ne connaît aucun poème. La grâce est un mystère et hors de l'homme. Elle vient dans la nuit et le silence, sans qu'on sache le nom de sa couleur. La volonté en son absence est vaine, mais la pensée peut la chasser de l'âme. Alors le sillon se dessèche et se casse, malgré le cri qui résonnait en lui, et qui peut-être était la voix d'un ange. Jetzt folgt ein Auszug aus dem Roman Der Wiederaufbau von Eugène Green, 2012 veröffentlicht im Sujet Verlag und in Frankreich bei Actes Sud erschienen, einige Jahre davor. Und sozusagen bevor Sarah Grunert diesen Auszug liest, werde ich eine von Eugène Green geschriebene kurze Inhaltsangabe oder kurze Zusammenfassung dessen erzählen, was der Hintergrund dieser Szene ist, die Sarah Grunert gleich vorliest. Jérôme Lafargue, Professor der Literaturwissenschaften an der Sorbonne, lebt mit seiner tschechischen Frau Jana in Paris. Im Jahr 2003 wird er von einem gewissen Johann Launer, Professor für Geschichte an der Universität Tübingen, kontaktiert, der ihn gerne treffen würde. Jérôme verabredet sich mit ihm im Café de la Mairie an der Place Saint-Sulpice. Als sie sich treffen, sagt der deutsche Professor seinem Kollegen, dass er mit ihm zusammenkommen wollte, weil er, Jérôme, während eines Aufenthalts in München seinen Vater kennengelernt hatte. Zunächst denkt der französische Professor, dass sein Gesprächspartner sich geirrt hat. Doch Johann Launer holt Unterlagen hervor, die sein Vater, 1998 gestorben, hinterlassen hat, und als Auszug eine Postkarte, die Jérôme 1968, als er nach Paris zurückgekehrt war, an Wenzel Launer geschrieben hatte. Ich habe ihn kurz in München getroffen, im September 1968. Ich war 20, aber diese Karte, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnert habe, ich glaube wirklich, dass das unser letzter Kontakt war. So wie ich meinen Vater kenne, wette ich, dass er ihnen geantwortet hat. In diesem Fall wäre ich es gewesen, der den Briefwechsel unterbrochen hat. Aber ich bin mir sicher, sie nicht getroffen zu haben. Im September 1968 habe ich meine Doktorarbeit beendet in Tübingen. Ich habe diese Reise nach München in einem Zustand großer innerer Unruhe unternommen. Und ich hatte dort eine bedeutende Begegnung. Aus diesen zwei Gründen sind mir bestimmte Details dieses Aufenthalts weniger stark im Gedächtnis geblieben. Aber ich versichere Ihnen, dass ich Ihren Vater nicht gut gekannt habe. Dennoch muss er Ihnen von mir erzählt haben.
Wie kommen Sie darauf? Johann Launer greift erneut zu der Mappe und zieht ein weiteres Dokument heraus, welches er über den Tisch reicht. Jerome nimmt es an, betrachtet es und wird verlegen. Es ist ein Foto, auf dem man einen jungen Mann mit ziemlich langen Haaren und eine junge blonde Frau sieht, die sich bei den Händen halten und glücklich aussehen. Sie befinden sich in einem Garten und im Hintergrund sieht man Arkaden. Jerome reicht das Foto seinem Besitzer zurück, der es verstaut. Das bin ich in jungen Jahren mit Jana, der jungen Frau, von der auf der Karte die Rede ist. Sie ist heute meine Ehefrau. Aber ich weiß weder, wo das Foto aufgenommen wurde, noch von wem. Es wurde im Hofgarten in München aufgenommen. Also muss es im September 1968 gewesen sein, denn weder Jana noch ich sind seitdem nochmal nach München zurückgekehrt. Es war sicher mein Vater, der das Foto gemacht hat. Ich erkenne immer noch nicht, was ich für sie tun könnte. Mein Vater hat Ihnen sicherlich unsere Geschichte erzählt. Das war vor 35 Jahren. Sie erinnern sich an nichts? Ihr Vater stammte nicht aus München. Nein, wir sind Deutschböhmen. Wir sind am Ende des Krieges nach Bayern gekommen. Das weckt in mir eine Erinnerung. Mein Vater hat mir immer gesagt, dass wir in dem Moment, als die Rote Armee sich Prag näherte, zu Fuß nach Bayern gekommen sind. Ich habe eine sehr vage Erinnerung an eine Nacht im Wald und an eine Kolonne von Menschen, die gemeinsam unterwegs waren. Meine Mutter war gestorben. Ich habe meine Kindheit in München verbracht, zusammen mit meinem Vater. Ich erinnere mich vage an eine große Wohnung. Das war, wo er wohnte. Mich hat er ins Internat gegeben. Er war ein sehr guter, sehr großherziger Mensch, aber in unserer Beziehung lag etwas sehr Schweres. Ich erfuhr, dass ich einen großen Bruder gehabt hatte, der in der Tschechoslowakei im Widerstand aktiv war und der mit 19 Jahren gestorben ist. Ich erfuhr auch, dass wir nicht aus Prag stammten, sondern aus einer kleinen Stadt im Osten Böhmens, die Žatec heißt, zu Deutsch Saas, und dass ich dort geboren bin. Als ich 12 wurde und meine Geburtsurkunde brauchte, da habe ich außerdem die Sterbeurkunde meiner Mutter entdeckt und ich habe gesehen, dass die Daten identisch waren. Mein Vater hat mir daraufhin gestanden, dass sie gestorben ist, als sie mich zur Welt brachte. Das muss sie bedrückt haben. Paradoxerweise fühlte ich mich erleichtert, weil ich glaubte, in diesem Geheimnis den Ursprung des Unbehagens gefunden zu haben. Und die Beziehung zu meinem Vater hat sich ein wenig entspannt. Von nun an war ich überzeugt, dass er mich wirklich liebte. Zwischen uns blieb immer eine große Distanz, aber ich hatte mich daran gewöhnt, ohne dass ich im sonstigen Leben tiefe emotionale Bindungen habe aufbauen können, und so bin ich unverheiratet geblieben. Die Ankunft einer weiteren Person im Raum scheint den deutschen Universitätsprofessor zu verunsichern. Er verstummt und trinkt seinen Kaffee aus und beobachtet dabei den Neuankömmling, ein einzelner Mann, der sich neben eines der Fenster setzt, die auf die Rue des Carnets hinausgehen. Schließlich fragt Johann Launer: Haben Sie Kinder, Herr Lafargue? Wir haben einen Sohn, er ist 20 Jahre alt. Er ist Student und wohnt nicht mehr bei uns zu Hause. Arbeitet Ihre Frau? Ja, sie ist in der pädagogischen Forschung. Sie versucht eine moderne Anwendung von Komenskys Methoden zu entwickeln. Jerome schaut auf die Uhr. Sein Gesprächspartner sagt: Es tut mir leid, dass ich Ihnen so viel Zeit stehle. Doch ist die Sache unermesslich wichtig für mich. Leider bin es nicht ich, der Ihnen wird helfen können. Der dritte Mann im Raum entscheidet sich, als er bemerkt, dass der Raum ein Nichtraucherraum ist, um. Er steht auf und geht hinunter ins Erdgeschoss. Sein Verschwinden löst ganz offensichtlich bei Johann Launer Erleichterung aus und er sagt: Ich befürchte,
Herr Lafargue. Das ganz im Gegenteil, nur Sie es sind, der mir helfen kann. Aber wer hat Sie auf diese Idee gebracht? Mein Vater. Jérômes Schweigen fordert den anderen zum Weitersprechen auf. Nach seinem Tod habe ich in seinen Sachen, in einer mit einem Schlüssel verschlossenen Schublade, eine alte Ledermappe mit Unterlagen gefunden. Die letzte Krankheit meines Vaters war langwierig, aber er war bis zum Schluss klar im Kopf und wusste also, dass er diese Mappe vernichten müsste oder aber ich fände sie. Er hat sie nicht vernichtet. Und Sie betrachten das als eine Art Beichte? Genau. Er war praktizierender Katholik, aber ich bin nicht mal sicher, ob er je mit seinem Beichtvater über diese Mappe gesprochen hat. Was enthielt sie? Das erstaunlichste Dokument war eine Sterbeurkunde. Von wem? Von mir. Jérôme sieht seinem Gesprächspartner weiter in die Augen. Dieser nimmt das Gespräch wieder auf. Jedenfalls das von Johann Launer. Geboren am selben Tag wie auf meiner Geburtsurkunde in Jatetz und gestorben 2 Monate darauf. Der deutsche Professor schweigt eine geraume Weile, wobei er die Wirkung der Stille auskostet. Dann fragt sein französischer Kollege: Was bedeutet das Ihrer Meinung nach? Ganz einfach, dass ich nicht ich bin. Die beiden Männer sehen sich einen Augenblick lang schweigend an. Dann fährt der Deutsche fort. Es gab noch andere Dinge in der Mappe. Das Porträt meiner Mutter mit einem kleinen Jungen, der mein Bruder gewesen sein muss. Ein Bild von ihm als sehr junger Mann, das heißt kurz vor seinem Tod. Dann ein Fotoalbum, das weitere Fotos enthielt, insbesondere eine Reihe von leeren Orten, die ich nicht wiedererkenne. Die Postkarte und das Foto, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, stammen ebenfalls aus dieser Mappe. Glauben Sie nicht, dass das alles rein zufällig zusammengelegt wurde? Nein. Angesichts der Bedeutung der Sterbeurkunde und weil ich meinen Vater kenne, bin ich sicher, dass diese Elemente, die absichtlich zusammengebracht wurden, ein Puzzle darstellen. Von den Menschen, die darin eine Rolle spielen, sind meine Mutter, mein Bruder und das Kind Johann Launer alle gestorben. Es bleiben also nur Sie und Ihre Frau, die die Stücke zusammenbringen könnten. Mein Herr, ich begreife nun die Dringlichkeit Ihres Vorgehens, aber ich versichere Ihnen, dass ich Ihnen in nichts helfen kann und noch viel weniger meine Frau. Die beiden Männer verharren eine ganze Weile schweigend, wobei sie sich in die Augen schauen, ohne Feindseligkeit, aber sehr angespannt. Schließlich sagt der, der sich als Johann Launer ausgegeben hat, ganz ruhig: Ich bin noch fast 2 Wochen in Paris bis Ostermontag. Wenn Sie meinen, dass Sie mir etwas zu sagen haben, Herr Lafargue, dann haben Sie ja meine Kontaktdaten. Ihre Blicke ruhen noch einen Moment lang aufeinander. Dann stehen Sie in einer gemeinsamen Bewegung auf. Sie sind eingeladen, sagt Jérôme. Er lässt das Geld auf dem Tisch und die beiden Männer gehen über die kleine Treppe, die ins Erdgeschoss führt, hinunter. Vielen herzlichen Dank für die Lesung, Eugène Green und Sarah Grunert. Vielen Dank für dieses wunderbare Erlebnis zusammen. Wir wollten zumindest die Gelegenheit geben, falls Sie Fragen haben zu den Gedichten oder auch Eindrücke oder zu dem Auszug. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie gerne Eugène Green befragen. Sonst, je vais poser une question, puis on pourrait passer à la projection du Les Murs des Morts, et pour poser une question pour comprendre un peu mieux ton rapport avec la poésie.
Est-ce que tu as toujours écrit de la poésie? Et quelle signification la poésie a pour toi dans œuvre. C'est pas c'est une question assez vaste, mais juste ou peut-être aussi on peut parler de cette poème comment se fait la création poétique, disons, par rapport à tes autres création artistique. Ganz kurz übersetzt, also die Frage ist sehr allgemein, wie sagen, Eugene Green, also welche Bedeutung die Lyrik für ihn, sein Werk hat, wie er Lyrik verfasst, wie er sagen, der Schaffensprozess verläuft. Disons que, je vais répondre très brièvement parce que c'est immense comme question. D'ailleurs, je pense que c'est mon dernier livre qui est sorti, est un essai sur la poésie. C'est très bref, mais j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire. Et ça s'appelle. Ça s'appelle, enfin, le titre voulu par l'éditeur, c'est En faisant, en trouvant. Mon titre original, c'était Faire et trouver. Mais en tout cas, c'est les mêmes verbes. Voilà, mais je ne vais pas parler de cet essai, c'est juste que pour moi, la parole est au centre de tout. De toute existence, en tout cas de toute mon existence et donc de tout mon travail, et que la poésie est en quelque sorte la quintessence de la parole en tant qu'expression artistique. Et donc, dans ces textes-là, c'est exprimé directement sous forme de poésie, mais je considère que mes films ont aussi un rapport très étroit avec ma conception de la poésie. C'est tout ce que je dirais. Ich würde nur kurz antworten, weil diese Frage oder die Antwort auf die Frage viel zu umfassend wäre. Ich habe eines meiner letzten Bücher, das ich veröffentlicht habe, ist ein Essay über die Poesie. Also ein relativ kurzer Essay, aber ich habe sehr lange dran geschrieben. Und der Titel, den der Verlag so gewollt hat, ist En faisant, en trouvant, also im Machen oder beim Machen, beim Suchen. Der Originaltitel war Machen und Suchen, aber immerhin sind es die gleichen Verben. Und für mich steht das Wort steht für mich im Zentrum oder ist das Zentrum der ganzen Existenz, zumindest meiner Existenz. Und meine ganze Arbeit dreht sich um das Wort. Und ich empfinde es so, dass die Poesie die Quintessenz des Wortes ist, als künstlerische Ausdrucksform. Und so ist es in den Texten, aber auch in den Filmen. In meinen Filmen ist es so, dass sozusagen alles sich, dass das Wort im Zentrum steht. Dann, ja, wenn Sie keine Fragen haben, dann würde ich sagen, dass wir jetzt uns den Film Le Mur des Morts anschauen, die Mauer der Toten. Aber ich möchte nochmals ganz herzlich danken, Eugene Green, dass du uns mit uns diese Gedichte geteilt hast und Sarah Grunert für die wunderbare Lesung. Vielen herzlichen Dank.